Sehen Sie die abenteuerliche, aufregende, spannende und dramatische Geschichte eines Fummlers. Scharf beobachtet und mit Anmut aufgezeichnet von der jungen, charmanten May Spiels. Der Titel Ihres ersten Spielfilms lautet Zur Sache, Schätzchen. 89 Dritte. Also zur Sache. Wie schon gesagt, es geht um einen Fummler. Das entsprechende Tätigkeitswort lautet Fummeln. Ein Gesellschaftsspiel, das allerdings nur zu zweit gespielt werden kann. So zum Beispiel, das ist schwer gefummelt. Nicht so machen, das ist erst recht unheimlich gefummelt. Verflixt, ich hab ganz klar gefummelt. Fummler. Ah ja, ja, ja. Zur Sache, Schätzchen, ist ein Film über einen, der eine Reihe ausgeprägter Abneigungen hegt und pflegt. Vor der Arbeit zum Beispiel, vor den normalen Dingen des Alltags oder ganz einfach vor einer Uniform. Heute Abend bist du dran, mein Lieber. Außerdem kostet eine ganz schöne Stange Geld. Ich hab doch gesagt, ich mag's nicht gern, wenn diese Dinge morgen schon so dynamisch entwickeln. Zur Sache, Schätzchen, ist die Geschichte eines verliebten Spiels, einer verspielten Liebe, einer Revolution in der Westentasche und einer kleinen Freiheit, die täglich gegen die Anschläge der feindlichen Umwelt verteidigt werden muss. Los, weg, es ist gefährlich! Was ist denn los? Schnell weg! Na los, komm, drück mal ab. Uh-uh. Na los. Nein. Bitte. Nein. Na los, komm, was ist denn dabei? Nein. Was denn, Schusswaffe? Ja, ich habe in seinem Zimmer auf dem Tisch einen Revolver gesehen. Sie gehen die Treppe rauf, ich fahre mit dem Lift. FBI? Was? Nee, ich habe ihn lieber bei meiner Tochter umgebracht. Mit dem Knüttel immer drauf auf den Kopf. Dann sind Sie ja gar nicht zuständig. Aber Junge, jetzt hör doch mal, das ist ja wirklich so. Staatsangehörigkeit Polnisch? Staatsangehörigkeit Deutsch. Landsberg Polen, Deutsch. Früher Deutsch, heute Polen. Na, wie schreiben wir das dahin? Na, ich könnte ja zum Beispiel auch Landsberg Lech geboren sein und trotzdem Polnisch. Na, sag ich ja, Polnisch. Halt. Der hat meine Frau hierher gegriffen. Das ist unglaublich. Wenn ich Würstchen esse, muss ich an Schweinereien denken. Fummler. Hallo, ihr Süßen, alle meine Herren. Habt ihr Lust, auf eine Prominentenparty zu kommen? Mit Wasserski, Wellenreiten. Ja, und das hier ist Rosita. Hallo. Was sagen Sie, Viktor? Ach, bitte kommt ihr beide auch mal runter, ja? Ja. Nee, das war wirklich das Beste, was ich finden konnte, Viktor. Zur Sache, Schätzchen. Eine ganz und gar nicht alltägliche Geschichte gesehen mit den Augen einer Frau. Kess, sexy, spannend und ziemlich frech. Sie werden ihren Spaß haben. Hier, so zwei, drei Stellen, die mag ich unheimlich, aber man kann da trotzdem nicht gleich so hingrapschen. Man kennt sich doch gar nicht. Was würdest du denn machen? Ich? Ich bin ein Mädchen. Schon wieder da? Immer noch nicht genug? Reden Sie nicht so viel, kommen Sie mit. Ach, Unsinn. Wir haben einen Haftbefehl. Na ja, und? Moment mal, das können Sie hier nicht machen. Was waren Sie denn da? Ja, nun klatschen Sie doch nicht so blöd, die Frau geht doch völlig durch. Machen Sie doch was, Mann. Ziehen Sie sofort die Kleidung wieder an. Mann, Sie sind wahnsinnig. Aha. Hören Sie! Martin! Fleischer, Sie können bezeugen, dass ich Notwehr gehandelt habe. Zur Sache, Schätzchen. Ein Film, der schnell zur Sache kommt.